Hier sind die EMS-TV News. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir starten mit dem Neuesten von Polizei und Feuerwehr. Wir wurden kurz nach 16 Uhr alarmiert zu einem Wohnhausbrand im Sögler Ortsteil Feldkamp. Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, brannte der Innenbereich des Wohnhauses in voller Ausdehnung. Da hier große Scheiben verbaut waren, die geplatzt waren, bekam das Feuer reichlich Sauerstoffzufuhr, sodass sich der Brand schnell entwickelte. Bei den Löschmaßnahmen mussten wir aufpassen, dass wegen der Kälte, wegen Frost, wir die Flecken auch abstreuen. Es war also glatt. Beim Einsatz selber war es so, dass wir aufpassen mussten, dass die Innendecke nicht runterstürzt und wir dort keinen Innenangriff mehr durchführen konnten. Die aktuellsten Themen aus der Region haben wir für Sie eingefangen. Im Emsland ist man gerne mal mit dem Rad unterwegs. Doch die Verkehrsunfallstatistik belegt eindeutig, dass immer mehr Radelnde Opfer von Verkehrsunfällen werden. Die Verkehrswacht Lingen beteiligt sich an einer landesweiten Aktion zur Verkehrssicherheit von Radfahrenden. Was es mit den giftgrünen Fahrrädern am Straßenrand auf sich hat, erklärt sich wie folgt. Wir wollen insbesondere darauf aufmerksam machen, dass man auf die Radfahrer achtet. Sie kommen heute mit hohem Tempo auf die Kreuzung zugefahren, insbesondere wenn wir E-Bikes auch mit dabei haben. Und wir haben häufig die Situation, dass die Autofahrer nicht genügend Abstand halten zu den Radfahrern. Und da wollen wir natürlich hinkommen, dass es eine gegenseitige Rücksichtnahme gibt, auch da, wo insbesondere Fahrradfahrer und Autoverkehr auf den Straßen zusammentreffen. Die Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schule in Lingen haben die Fahrräder mit Leuchtfarbe besprüht. Gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland hat die Verkehrswacht in Lingen Verkehrsunfallschwerpunkte lokalisiert. An drei Stellen in Lingen machen die knalligen Räder nun auf die Radfahrenden aufmerksam. Wir freuen uns, dass so viele mitgemacht haben bei dieser Aktion, dass wir die Unterstützung haben der Polizeidirektion, aber auch der berufsbildenden Schulen. Und insofern ist das eine gute Aktion, die übrigens nicht nur hier bei uns in Lingen stattfindet, sondern auch bei den Verkehrswachten in Meppen und Papenburg und auch in der Grafschaft. Allein im Emsland verunglückten im letzten Jahr 141 Radfahrer schwer, 7 weitere tödlich, Tendenz steigend. Die Standorte der leuchtenden Räder wechseln von Zeit zu Zeit. Damit soll der Gewöhnungseffekt vermieden werden und die Wachsamkeit erhalten bleiben. Manchmal braucht auch der Weihnachtsmann Hilfe. In Osnabrück schreitet seit ein paar Jahren die Polizei zur Tat und erfüllt Kinderwünsche. Ganz nach dem Motto, dein Freund und Helfer. Ja, die Weihnachtskinderwünsche ist ein spezielles Projekt im Rahmen der Aktion Kinderwünsche, ein spezielles Projekt, wo wir Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllen. Das Projekt läuft schon seit 12 Jahren in etwa und seit circa 9 Jahren nehmen wir auch Firmen mit ins Boot und so erfüllen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Osnabrücker Firmen hier Kinderwünsche zu Weihnachten, einen Herzenswunsch und dadurch, dass es von Mitarbeitern ist, ist es so ein Projekt von Mensch zu Mensch. Das ist einfach das Schöne daran, weil es von den Mitarbeitern für die Kinder ist. Vor etwa 5 Jahren hat sich auch die Polizei Osnabrück bereit erklärt, hier bei der Aktion Kinderwünsche mitzumachen, Weihnachtskinderwünsche und wollten gerne etwas Gutes tun. Und das ist so toll, dass das immer mehr gewachsen ist. Und in diesem Jahr sind es über 170 Weihnachtskinderwünsche, die eben von den Mitarbeiterinnen der Polizei Osnabrück und Mitarbeitern natürlich auch erfüllt werden. Und das ist einfach wunderbar. Wir starten immer im Ende September schon mit der Abfrage der Wünsche bei den Einrichtungen. Wir haben über 33 Einrichtungen und wenn man sieht, was da an Wünschen zusammenkommt, und wenn man dann auch auf der anderen Seite sieht, wie liebevoll die Geschenke dann verpackt sind am Ende und wenn man sie dann den Einrichtungen übergeben kann, das ist einfach so toll, weil die Einrichtungen freuen sich wahnsinnig und der Dank ist riesengroß und geht an alle, die sich eben an dieser Aktion beteiligen. Die Wünsche haben einen Wert von ca. 30 Euro. Die Kinder dürfen sagen, was sie gerne haben möchten. Und diese Wünsche, die geben wir dann in Form von kleinen Wunschkärtchen an die an die Firmen weiter. Und die Mitarbeiterinnen nehmen sich so ein Wunschkärtchen und gehen los und kaufen genau diesen speziellen Wunsch, packen den dann liebevoll ein. Und heute sind wir da, um die Geschenke zu übernehmen und an die Einrichtung dann auszuliefern.
So herrscht auch zur Weihnachtszeit Recht und Ordnung, damit jedes Kind ein Geschenk bekommt. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.